geehrte Vertreter vom Bund, vom Landesparlament in Niedersachsen, sehr geehrte Stadtvertreter, sehr geehrte Kollegen oder Partner von der LNVG, natürlich auch die Kollegen, mit denen wir viel zu tun haben vom Eisenbahnbundesamt und sehr geehrter Herr Schlott, Bahnhofsmanager hier vor Ort, der Herr Krusche im Ruhestand, aber ich sag mal, gefühlt immer noch Bahnhofsmanager, Herr Krusche, wenn Sie hier rumlaufen. Und natürlich, last but not least, auch sehr geehrte Frau Gebeken als Regionalbereichsleiterin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich packe jetzt mal meine Karten beiseite, einfach weil ich der Meinung bin, wenn man nicht jeden Tag hier vor Ort ist in Hildesheim, man fährt mit dem Zug rein, dann kriegt man eigentlich ein Gefühl für diesen Bahnhof. Ich muss zugeben, ich habe eine gewisse Historie, als ich 2008 bei Station und Service begonnen habe, war eine meiner ersten Tätigkeiten, hier den S-Bahnsteig in Betrieb zu nehmen mit der S-Bahn, die dort neu gelegt worden ist. Und das hat man damals schon als ein Highlight angesehen. Und der Herr Krusche hat dann gleich in meinem Ärmel gezupft und hat gesagt, wir haben dann noch was, was wir machen müssen. Das ist dieses Empfangsgebäude. Und dann hat er mich so da durchgeführt und war noch ziemlich unbedarft, der Krusche. Habe ich gesagt, ja, das kann ich verstehen, dass da was gemacht werden muss. Und er hat das dann sehr geschickt vorangetrieben. Ich habe das eben draußen schon so dem einen oder anderen erzählt. Das ist so gewesen wie beim Wollpullover. Er hat gesagt, wir müssen unbedingt was da am Brandschutz machen. Die Kollegen vom IBA, die machen da so einen Druck. Da müssen wir jetzt ein bisschen was umbauen. Und dann hat er den Faden genommen und gezogen und dann mal ein bisschen mehr Technik zu machen. Die Heizung und Klima- und Lüftungstechnik und die Fassade müssten wir da auch mal. Also am Ende des Tages hatte man einen guten Wollknäuel in der Hand, hatte aber keinen Pullover mehr an. Und so hat man sich zumindest in Berlin gefühlt, was die finanzielle Seite angeht, dass einem der Pullover ausgezogen worden ist, ohne dass man es gemerkt hat. Wenn man aber heute hier vor dem Bahnhof steht, Herr Krusche, kann ich sagen, haben Sie gut gemacht. Ich würde sagen, einen kleinen Beifall für Ihre Kunst diesbezüglich. Was ist das Besondere an dem Bahnhof? Ich finde erstmal architektonisch, es ist ja nicht so ganz einfach, so ein 60er-Jahre-Bau, ich glaube der Baujahr ist 1961 ungefähr gewesen, des Bahnhofs, in den modernen Zustand zu bringen und trotzdem die Architektonik nicht ganz zu verlassen, noch einen Hinweis darauf zu geben, wo man halt herkommt. Und ich finde, das ist bautechnisch sehr, sehr gut gelungen. Ich schluck jetzt auch runter diese ganzen Zwischenschritte, die Frau Gebeken weiß. Sie musste dann öfter nach Berlin kommen und die schlechten Nachrichten überbringen, was alles im Bestand sozusagen anders war, als wir uns das gedacht haben, was dann dazu geführt hat, dass es wesentlich teurer